Ja, nachdem wir in der letzten Folge uns hoffnungslos verirrt haben, begrüßen wir euch jetzt hier aus dem Lager der Bogenschützen zurück zu Let's Play Arkwind. Ja, wir sind jetzt im Prinzip den Weg wieder zurückgelaufen und jetzt wieder hier an der Stelle in der letzten Folge irgendwie die Brücke mehr oder weniger eingebrochen ist. Ja. Und ja, werden dann jetzt mal dieses Lager ausbeuten. So, einen netten Kristall gibt's hier für uns. Ein bisschen Braten nehmen wir einfach mal nicht mit, weil wir so viel Sachen schleppen. Deswegen essen wir den Braten und er hat natürlich mal wieder keinen Effekt auf uns, wie so ziemlich 90% aller anderen Lebensmittel in diesem Spiel. So, Heiltränke gibt's hier zum Glück auch. Ist auch ganz nett. Leider nicht so viel Gold, wie die Banditen bei sich hatten. Interessanterweise auch immer 3 Heiltränke. Tatsache, immer 3 Heiltränke und 3 Eisenbarren. Also wir können definitiv hier mal offscreen hin zurückkehren. Ach verdammt, ja. Zu viele Gegenstände, zu viele Heiltränke vermutlich. Ja, okay, wir müssen glaube ich den Schädel ablegen. Oh, der Schädel reicht nicht, das ist doof. Wir haben noch eine große Zange, die können wir auch eigentlich einsetzen, oder? Ja, Tatsache, damit können wir auch reparieren. Und wir schaffen sogar unser Schwert zu reparieren und noch ein paar andere nette Gegenstände. Das Interessante dabei, beziehungsweise das für uns Positive an der Sache ist, dass sich dadurch auch die Zange verbraucht. Und wir jetzt wieder 5 Gewichtsplätze mehr haben. Und nachdem wir so viel Fleisch jetzt gegessen haben, gibt es jetzt erstmal ein bisschen leckere Koboldhaut. Mit Weißbrot. Das ist das Nationalgericht von Arkwind. So, professionell wie wir sind, haben wir uns auch schon ein bisschen informiert, wo es denn dann doch weitergehen sollte. Nämlich haben wir auf die Wegweiser geschaut. Denn was wir letztes Mal komplett ignoriert haben, ist, wir sind ja hier irgendwo wieder rausgekommen, nachdem wir da runtergefallen sind. Und hier steht ein Wegweiser. Ja, und so ja, kann's gehen. Kloster Ion ist in die Richtung, da waren wir ja schon. Jetzt wollen wir aber mal nach Stormwind. Ich meine, Kloster Ion wollten sie uns ja mit Gewalt quasi ihren Glauben aufzwingen, indem sie uns einfach daher haben festbannen lassen. Interessant auch, ich weiß nicht, das klingt so fast wie Absinthe. Ich glaube, wir sind Stormwind sogar richtig nah. Wow, das sieht so scheiße episch aus gerade. Dann ist gut. Vor allem gibt fallende Blätter und Häschen, die an uns vorbei hoppeln. Oh ja, da wird unglaublich viel gemacht. Und plötzlich ist alles wieder schön und die Framerate hält sich sogar einigermaßen gut. Ja. Aber wunderschön hier. Muss man sagen, vor allem, wenn man bedenkt, wo die letzte Folge angefangen hat, in diesem trostlosen Gebirge. Ja, Gebirge, wo uns nur ein Erzbrocken Gesellschaft geleistet hat. Und wir finden einen Fischer. Mal sehen, sind die Fische hier auch so aktiv wie die... Nein, hier sind die Fische sogar tot. In Gronnen haben die ja sogar noch gelebt. Ja. Und er sitzt ein bisschen in der Luft, wie es alte Leute so tun. Der Marek. Marek. Ach so, ich soll ihn sprechen. Marek? Ja, gut, Sekunde. Ja. Guten Tag. Habt ihr Probleme, über die Grenze zu kommen? Ich komme euch herüberfahren in meinem Boot. Doch nur, wenn ihr mir einen Gefallen tut. Er könnte es auch können, aber... Okay. Ja, welchen Gefallen? Er muss eben belegen, ein bisschen älter sehen wir schon. Obwohl, seine Haare sind ja so... Seine Haare sind ja schon... Er muss sich erinnern, was wir überhaupt gesagt haben. Ja, seine Haare haben sogar vergessen zu altern. Ich habe meine Angelrute dort hinten in der Höhle verloren. Und ohne Angel kann ich keine Fische fangen. Ich würde gerne selbst in der Höhle danach sehen, doch nochmal traue ich mich da nicht rein. Warum? Es leben unheimliche Wesen dort, in der Höhle. Doch ihr seid dem sicher gewachsen. Gut, ich werde mich darum kümmern. Wunderbar. Wunderbar. Gut, damit haben wir das auch geklärt, bevor wir jetzt überhaupt erfahren haben, dass wir nicht über die Grenze kommen. Interessant. Wir versuchen es einfach mal trotz mal, nettes Wort. Trotzdem, denn warum nicht? Ich meine, vielleicht lassen sie uns ja trotzdem drüber. Ich meine, vielleicht hat der Alte nur Wahnvorstellungen, so senil wie er aussah. Und gesprochen hat. Ihr kommt aus dem Gebirge? Ich habe noch nie gesehen, dass ihr... Ich habe euch noch nie gesehen. Ihr seid sicher ein räudiger Räuber. Verschwindet. Das ist aber nett. Um was geht es?
ihr räudiger Räuber. Grenzhinweis. Hier beginnt das gemeinsame Kaiserreich der Menschen und Zwerge. Ab hier gilt das kaiserliche Gesetz. Ich glaube, das nehmen wir lieber mit, nicht, dass wir das vergessen, dass hier das kaiserliche Gesetz gilt. Durch die Tür kommen wir dummerweise nicht. Wir sind hier ein räudiger Räuber. Oder so. Okay, und das ist jetzt dann scheinbar wirklich unsere erste Main-Quest, in der wir wirklich mal in den Dungeon gehen. Ja. Wir wollen die Angelroute vom alten Marik holen. Ist ja auch interessant, also das ist ja diese übliche Quest, dass man, normalerweise ist es ja so, dass man sich bei einem Händler in einem Karren verstecken muss oder sonstiges, dass man hier den Fluss ausnutzt. Finde ich auch interessant, dass diese alten Ideen abgewandelt werden. Auf jeden Fall, aber wo war die Höhle? Ich glaube nicht, war die im Wasser? Ich bin mir nicht sicher, aber hier in der Umgebung können wir nochmal gucken. Ich glaube, die war beim Fischer. Es ist ja der Fischer. Wir sind ja beim Fischer. Ja. Dort. Guck mal. Da ist ein Baum. Hier ist jede Menge Grünzeug. Ein Baum, okay. Ah, hier ist eine Höhle. Ah, ja, gut. Hier. Sogar eine Höhle mit Tür. Ah, schön. Kundun-Höhle. Und wir hören wieder mal Wasser. Wir ziehen mal provisorisch unser Schwert, beziehungsweise präventiv. Und wir werden angegriffen von räudigen Fledermäusen. Okay, wir verprügeln mal die kleinen Draculas. Die wannabe Draculen oder so. Dracul. Die ganzen Leute, die sich für den Hauptdarsteller von Twilight beworben haben und es leider nicht geschafft haben, weil sie nicht sparkeln. Wir sind in einer interessanten Höhle, in der wir schon sehen, dass sie schon lange irgendwie, oder dass sie mal unter Wasser zumindest stand. Den ganzen Moos. Irgendwas erinnert mich das. Mich an Dunkelheit. Ich sehe nämlich überhaupt nichts. Nicht an Arctwind, aber so eine ähnliche Höhle kenne ich irgendwoher. Mich erinnert es an Nerim. Ah. Kann sein, dass es näher ist. Da haben wir selbst mal sowas gebaut? Ja. Keine Ahnung, kann sein. Also ich glaube auch, dass es Standardhöhlenteile sind. Also dieses, was wir eben hatten. Ja, das glaube ich auch, aber ich denke, daran liegt's. Ich bin mir immer nicht sicher. Also für die Leute, die noch nicht irgendwie einen Elder Scrolls-Teil gemoddet haben, es gibt im Prinzip... Ja, Soll ich es erklären, oder? Ist schwierig zu erklären. In dem Sinne, es gibt halt diese quasi vorgefertigten Formen. Im Sinne von halt Höhlen. Es gibt halt Räume. Also es und dann gibt es halt noch diese Räume. Dann gibt's halt noch diese anderen kleineren Elemente, diese Steine halt hier, die man auch verwenden kann. Und theoretisch kann man auch natürlich rein aus diesen kleinen Steinen auch eine Höhle bauen oder sowas. Aber ich glaube in dem Fall ist das aber kein Standard-Mesh. Weil das sieht so ähnlich aus wie einer, aber. Vielleicht ist es ein überarbeiteter. Könnte durchaus möglich sein, nur haben wir leider die Angelroute immer noch nicht gefunden vom alten Marik. Wahrscheinlich hat er das nur erfunden und wollte, dass wir sterben. Ja, aber gegen Fledermäuse komm ich, mein. Ich frag mich sowieso, wieso die uns angreifen. Ne. Und ich sehe. Ja, wir sollten trotzdem uns mal heilen. Ich sehe gerade ums Verrecken nichts, ja, durchaus. Und einen unserer 27 Heiltränke können wir ja entbehren. Ey, wir laufen rum wie so eine Apotheke im Prinzip. Ist hier irgendwo eine Angelroute? Also ich meine, die Höhle endet ja auch hier. Und eigentlich müsste die hier irgendwo liegen. Was hat er denn gesagt? Ich traf Marik, einen Flussfischer, in den Außenländern des Vorgebirges. Er vermisst seine Angel, die er in einer nahen Höhle verloren hat. Doch. Wenn ich sie ihm wiederbringe, schafft er mich dafür sicher über die Grenze. Okay. Ist aber nett. Ja, er lässt einen räudigen Räuber einfach so über die Grenze. Hier war gerade was. Fledermaus, ja genial. Haben die Fledermäuse eigentlich irgendwas zumindest bei sich oder... Nein, die Fledermäuse sind einfach nur so rum. Toll. Wunderbar. Und eventuell... Naja. Ah doch, okay, der Timer läuft, ich dachte schon. Das wäre ein bisschen doof. Okay, holen wir erstmal wieder eine doofe Fledermaus. Eine räudige Fledermaus vom Himmel. Und noch eine. Ihr solltet rasten und über das Erlernte nachdenken. Könnten wir sogar machen. Ja. Werden wir auch mal, aber nicht solange sich Feinde in der Nähe befinden. Darum werden wir die Höhle mal kurz verlassen und nochmal mit Marik reden. Vielleicht hat er ja noch irgendeine Idee, wo seine Angel sein könnte. Hoffentlich ist auch die Höhle gemeint. So, wir verbessern mal unser Stärkebonus um 5
Schnelligkeit nochmal um 3. Ja, also das davor ist quasi der Wert, den wir halt dann noch dazu bekommen. Und wir sind halt eher Krieger, deswegen für Glück oder... Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nach den Klassen geht. Nee, das ist so, wenn wir zum Beispiel viel gekämpft haben, dann naja, ist wahrscheinlich zum Beispiel Stärke höher. Und oft Glück einsetzen ist halt quasi nicht möglich. Glück passiert halt random. Wie oft hat uns Glück eigentlich geholfen? Ich kann mich nur an einmal in Morrowind erinnern. Wo wir dann kurz vorm Tod irgendwie plötzlich wegteleportiert wurden. Ja, also auf Glück sollte man nicht vertrauen. Oh, Marik steht. Wir klicken uns mal durch. Ja, wunderbar. Super. Fick dich. Super, schön, dass er festgestellt hat, dass wir uns darum kümmern. Aber sicher, dass diese Höhle überhaupt gemeint ist? Na, hoffen wir es mal. Er meinte nahegelegene Höhle. Die ist durchaus nahegelegen. Und so ziemlich die nächste Höhle von Marik selber aus, die es gibt. Und ich würde sagen, in der Folge finden wir mindestens noch diese Angelroute. Vielleicht könnten wir kurz cutten. Ja, nee, wir finden die. Noch finden wir die. Noch ist noch nicht dieser Punkt erreicht, an dem es nervig wird. Ja, weil wir jetzt nämlich einfach diese Angelroute nehmen und damit gehen. Das ist irgendwie wie dieses Amulett. Und plötzlich sind wieder Fledermäuse da. Was ein Zufall. So. Und damit auch. Und interessant auch, dass sie das Geräusch eines Wolfes machen, wenn sie sterben. Kannst du nochmal kurz zurückgehen? Da, wo die Angelroute lag, waren noch Tränke. Okay. Wieso lag das da eben auch schon, oder haben wir das so komplett übersehen? Keine Ahnung, vielleicht mussten wir den Skript zweimal auslösen. Vielleicht sogar noch Tränke. Super, damit haben wir wieder mal 3 Heiltränke mehr. Irgendwie Heiltränke können wir mittlerweile wirklich sammeln. Ich frage mich sowieso, wie wir die transportieren. Wahrscheinlich irgendwie in unserem unendlichen Beutel, in dem wir einfach Sachen reinlagern können. Den irgendwie auch jeder RPG-Charakter irgendwo hat. Dieses Gefäß, in das alles reingeht und das irgendwie nichts wiegt. Ich finde es aber mit den eigentlich gar nicht schlecht, mit den Heiltränken, dass es so viele gibt, weil das Morrowind-Kampfsystem ist ja so mittelmäßig, sag ich mal. Und dass man da sagt, dass man eher auf die Story geht. Ja. Als auch wirklich kampfbasierte Sachen. Diese Haare, dass die irgendwie auch bei alten Leuten so aussehen. Das ist irgendwie schon ein bisschen sehr extrem, aber noch ist es, denke ich mal, spielbar. Naja, wir sprechen mal mit Marik mit den awesome Haaren. Ja, hier. Sobald es bei dir angekommen ist. Achso, ja. Ich habe gerade refreshed, das ist halt das Problem. Warte Sekunde. Ah, da, okay. Ja, das ist meine Angel. Vielen Dank. So kommt, wenn ihr wollt, bringe ich euch jetzt über die Grenze. Ja. Gut, steigt ins Boot. Und damit sind wir jetzt woanders und Marik ist auch schon weg. Und ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Guck mal, ob wir alle Sachen noch haben. Ja, er hat uns nicht beklaut und wir sind auch nicht in einer Badewanne aufgewacht. Bei Aktwetten kann man nie sicher sein. Ja, durchaus. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich glaube, der hat uns fast schon gesehen. Also wir sind jetzt ein paar Meter quasi weggefahren worden. Und sind jetzt auf der anderen Seite so. Stormwind ist in die Richtung, südliches Grenztor. Nembrest, Gronn, Kloster Ion. Und das ist jetzt Fort Wownen scheinbar. Wollen wir aber auch nicht reingehen. Ich glaube, das sind nämlich auch Schergen des Kanzlers. Die Frage ist halt auch, warum südliches Grenztor zum Beispiel ausgeschildert ist. Weil das war ja nichts Großes eigentlich. Ja doch, es ist südlich und ein Grenztor und... Ja, ja, gut. Das war dann auch schon alles. Naja, wir werden dann mal diesen wunderbaren Blättern hier uns den Kobold... mit diesen wunderbaren Blättern uns den Kobold stellen. Und da ist ein Riesenkobold, wenn ich mich nicht irre. Und ich hatte sogar vergessen, dass es sowas gibt. Naja, wir schlachten erstmal die kleinen Mini-Kobolde und werden uns in diesen Monster da stellen. Oh Gott, ey. Ein Kobold so groß wie wir, das macht mir irgendwie Gedanken. Greift er uns an? Papa Globox. Kobold. Hartschläger! Ja, der hält einiges aus. Und macht trotzdem Geräusch, als wäre er nur so einen halben Meter groß. Wir trinken mal jetzt einfach präventiv schon einen Heiltrank. Ich glaube, aus diesem Trank werden wir nicht mit über 20 Heiltränken rauskommen, beziehungsweise werden wir
einiges für brauchen. Oder auch nicht, weil Hartschläger einfach irgendwie im Kreis läuft. Okay, Hartschläger ist damit auch besiegt. Er gibt uns eine Arkarune und etwas Gold. Wir werden die Arkarune auch direkt mal verwenden. Na? Oder auch nicht, okay. Ich dachte eigentlich, Runen verwendet man. Ja gut, doch, doch, ich glaube, hier müssen wir hinlegen und dann aktivieren. Ja, hinlegen und dann... Genau. Ah ja, aktivieren. Du bewegst dich schneller, das ist doch schön. Und damit ist unsere Geschwindigkeit auch nochmal geupgradet worden, nachdem wir ja schon einen Aufstieg quasi hatten von den Stufen her. Aber gut. Das ist richtig angenehm. Jetzt schlagen wir stärker zu und können auch schneller laufen. Das könnte aber auch heißen, dass jetzt ein langer Wegabschnitt kommt. Das wäre ärgerlich. Naja, ich hoffe mal, dass da irgendwie hier irgendwo in dem Bereich sich dann Stormwind befinden wird. Beziehungsweise hier sehen wir schon, ist das diese Mühle, an die ich mich erinnere? Ich glaube ja. Und damit sind wir gar nicht mal so weit entfernt von Stormwind. Beziehungsweise denke ich auch mal, schlachten wir ein Kaninchen. Und es war jetzt mehr als random. Wir werden dann, denke ich mal, die Folge hier bei diesem... Ja, bei dieser Mühle im Prinzip beenden und in der nächsten Folge uns Richtung Stormwind aufmachen. Ja. Das wäre keine schlechte Idee. Oh, ein Kobold. Den werden wir noch bekämpfen, wenn er uns angreift. Jo. Oder auch nicht. Ach, verdammt, noch einer. Okay, er hat seinen Bruder irgendwie gespawnt scheinbar. Kurz bevor er gestorben ist. Nein. Kobolde sind nie allein. Das haben wir wohl gelernt. Das hat ihm aber auch nichts gebracht, denn an... Ja, tot sind sie jetzt auf jeden Fall. So, und an dieser Wassermühle war es dann auch für diese Folge. Und in der nächsten werden wir mal gucken, was uns in der Mühle erwartet. Bis dahin, Leute. Ciao. Macht's gut.